Wendy und ihre Brüder, John und Michael, leben mit ihren Eltern und einem Kindermädchen in London. Eines Abends kommt Peter Pan in Begleitung der Fee Tinkerbell beim Fenster hereingeflogen. Peter ist auf der Suche nach seinem Schatten. Die Kinder folgen der Einladung Peters und fliegen mit ihm nach Nimmerland. Einer Insel, wo Kinder nie erwachsen werden. Auf Nimmerland hat es der Pirat Captain Hook schon lange auf Peter Pan abgesehen. Er wird wiederum von einem Krokodil verfolgt, das zum Glück einen Wecker verschluckt hat und deswegen schon von Weitem zu hören ist. Tiger Lily, die Tochter des Indianerhäuptlings, wird von Captain Hook entführt. Von ihr möchte der Pirat den Aufenthaltsort von Peter Pan erfahren. Doch sie gibt diesen nicht preis. Rechtzeitig kann Peter Pan sie befreien. Peter Pan, Wendy und Tiger Lily erreichen das Indianerdorf. Die Indianer verbünden sich mit den Kindern und es wird ausgelassen gefeiert. Aber nun ist Wendy auf Tiger Lily eifersüchtig, da diese Peter geküsst hat. Verärgert lässt Peter Pan Wendy und die Kinder alleine zurück. Hook versucht nun, Peter Pan durch eine weitere List zu ergreifen, denn er ist davon überzeugt, dass Tinkerbell ihm aus Eifersucht das Versteck Peters verraten wird, womit er recht haben soll. Die Piraten nehmen die Kinder gefangen. Mr. Smee hinterlässt für Peter Pan ein Fläschchen mit Gift, aber Tinkerbell verhindert, dass Peter Pan das Gift zu sich nimmt. In letzter Sekunde rettet Peter mit Hilfe seines Schattens Wendy und die Kinder. Die Piraten springen vor Panik ins Wasser und plötzlich ist nur noch eines zu hören.